Willkommen zur FNs 23 Kombi-Season. Heute sind wir in Miami und in Spanien. Ich freue mich extrem, denn das ist gerade Miami, gefällt mir extrem gut und ich meine mir hier auch ziemlich gute Chancen aus, denn es gibt nur eine Geraden und im Mickey Mouse Sektor werden wir ordentlich sein. Wir sind in unserer FNs 22, My Team Audi Karriere unterwegs. Hier haben wir die Strecke 5,4 Kilometer, 19 Kurven und 3DS-Zonen machen das Ganze eigentlich sehr spannend. Man kann gut überholen auf dieser Strecke. Und ich glaube, die Rennen auch in den vergangenen Jahren, also dieses Jahr und letztes Jahr, waren ziemlich spannend hier. Gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Perez, Hamilton, Max Verstappen und Russell, Fernando Alonso, der Professor, Theo Pourchaire und Guanyu Zhou. Ocon, Magnussen, Carlos Sainz, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Und Albon, Vettel, Hülkenberg, Mick Schumacher und Lance Stroll. Gasly, Tsunoda, Oscar Piastri und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Und da sind wir nun auf den 8. Platz. Ich mal mir heute echt eine gute Position raus. Dafür muss der Start aber sitzen. Lights out and away we go. Der Start war grottig, wir sind gestanden. Die Reaction Time war leider etwas bad, aber ja, in der ersten Kurve geht noch einiges. Hier können wir immerhin beim Reinbremsen mit einem Wheel-on-Wheel-Battle an Fernando vorbeigehen. Und mal gucken. Ja, das ist sehr eng hier. Vielleicht innen an Verstappen vorbei. Nein, das geht nicht. Aber au, nein, außen auch nicht. Boah, die ziehen da ordentlich davon und jetzt klebt uns auch wieder Alonso dran. Das wird sehr eng. Das könnte, oh mein Gott, sehr spät auf der Bremse. Immerhin sind wir jetzt wieder an Verstappen dran. Und außen, der wird richtig eingebremst von Russell, aber auch von den anderen Leuten da vor ihm. Es ist schon gefühlt der Tunnel hier. Da gibt es die Berührung mit ihm. Hier nehmen wir die Stange mit. Immerhin können wir uns außen positionieren an Verstappen. Und der ist trotzdem von der Pace noch um Welten schneller als wir. Da geht auch gar nichts. Im Windschatten können wir uns immerhin dranhängen. ERS geht on und jetzt hat er halt eben keinen Windschattenspender. Wir gehen links vorbei, dann ist es eine Linkskurve. Und da ist es eigentlich echt schwierig für ihn da dran zu bleiben. Jetzt gehen wir innen, später bremsen und wir sind an Max vorbei. Das war schon mal gut. Jetzt nächster Stop, die beiden Mercedes. Oh mein Gott, wieder angeschossen kommt. Hier zupfen wir einmal. Und da können wir gerade noch so vorne bleiben. Das ist ja ein Wahnsinn, wie schnell der auf der Geraden ist. Also mein Exit war jetzt nicht so bad. Und er ist da wirklich ohne irgendwelche Probleme einfach wieder vorbeigezogen. Das kann härter werden auf jeden Fall. Hier gucken wir uns noch einmal den Start an aus Rennen 1 Miami. Ja, wir sehen auf jeden Fall, der Ferrari ist richtig gut weggekommen. Auch dahinter, der McLaren war sehr, sehr strong. Und da, oh mein Gott, wer war das? Der hat richtig Eier bewiesen. Also wie der da drauf geht in den Turn 1, das hätte ich mir nicht mal getraut. Ja, da habe ich ein bisschen nachgelassen. Muss ich echt zugeben. Trotzdem hier Verstappen richtig, richtig gut. Also der hat ein bisschen Pech gehabt, weil er da von dem Mercedes richtig aufgehalten wurde. Wir konnten hier raus scheren und dann war es eigentlich schon gegessen für ihn und wir mit einem besseren Ende für uns. Ah, da geht es dann an die Mauer dran. Und die Pace von Verstappen war dann echt sehr strong. Jetzt sind wir an George Russell dran in Runde Nummer 3 und das wäre unser 5. Platz. Nur, ja, DS ist schon enabled. Und wir müssen halt aufpassen, denn Verstappen hinter uns, der macht ordentlich Druck.
Und der kommt wieder. Der kommt wieder dran. Wir kommen hier an Russell dran. Nur ich bin jetzt nicht blöd. Ich werde ihn nicht hier überholen. Wir werden dranbleiben an ihm und uns dann auf der langen Geraden nochmal das DS sneaken. Denn es wäre einfach zu dumm, hier an George Russell vorbeizugehen. Jo, Mickey Mouse Sektor, gut durchgekommen. Das Setzen, na, kann ich mich nicht neben ihn setzen. Muss der Exit jetzt stimmen. Der stimmt auch, der war gut. Nur beim Rostbeschleunigen, ja, der Exit war doch nicht so gut. Der war doch nicht so gut und ich glaube, das könnte wackeln, dass wir da an Russell vorbeigehen. Es muss ein sehr spätes Manöver sein und das war's dann auch. Gut, dass Russell mitspielt und wir sind auch an ihn vorbei. Fünfter Platz. Also das ist heute echt sehr, sehr hardcore. Also vorne zieht der Ferrari unangefochten davon. Fünfte Runde. Und die Reifen werden langsam, aber sicher tot. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Norris verbremst sich, Perez und auch Hamilton. Und ja, da bleiben wir auch einfach über. Ich weiß, ich hätte ein bisschen besser reagieren müssen, aber... Also ich habe gar nicht damit gerechnet. Leclerc als Spitzen, also als Führender geht hier an die Box, die wir mitnehmen. Dive-Bomb-Manöver gegen Hamilton, können uns da auf den dritten Platz vorarbeiten. Und jetzt, ja, heißt, wer pittet später oder früher? Denn sonst, glaube ich, werden wir an Perez und Norris nicht vorbeikommen. Das Gute ist, dass es beide McLaren-Fahrer sind. So können wir... Ja, Perez kommt jetzt wieder, er kommt wieder. Ich möchte nur vorne bleiben, weil sollte Perez in die Box gehen, können wir davon natürlich profitieren, dass wir vorher in die Box gekommen sind. Norris geht nicht rein, also ich denke mal, Perez wird mitkommen, oder? Und so ist es auch. Perez geht in die Box mit uns. Und das war natürlich dann sehr gut, dass wir uns da vor ihn in die Box gezwängt haben. Sadala, Lila. Und wir kommen nur 2,9 Sekunden hinter Leclerc raus. Und Norris auch in der Box. Jetzt wird's knapp, denn hier rechts schießt Norris vorbei. Das war gut. Das war sehr gut. Unser Undercut hat funktioniert. Denn hier können wir uns noch nicht an Norris vorbeisetzen. Unsere Reifen sind natürlich jetzt um eine Ecke schon aufgewärmter. Und wir bekommen jetzt auch DRS. Das ist natürlich bad für Norris. Oh, wir gehen innen rein. Wir gehen da rein, innen. Und übernehmen den zweiten Platz. Nein, es ist jetzt overall der dritte Platz. Aber es... Ah nein, es ist generell der dritte Platz. Denn Sainz und Leclerc sind auf 1 und 2. Und oh mein Gott, das war ein dummes Manöver. Ich glaube, ich werde Norris wieder vorbeilassen. Und ihn dann auf der langen Geraden mit DS holen. Ich weiß nicht genau, was ich machen sollte. Denn wenn ich ihn vorbeilasse, ist es halt nicht getan, ob wir den dann wirklich wieder bekommen. Purple im zweiten Sektor. Mit dem Mickey Mouse Sektor, da hole ich mir immer ein paar Zehntel raus, denn mit der Linie, die ich fahre, bist du zwar hart an den Track Limits, aber du kannst wirklich verdammt gut mithalten. Sainz war noch nicht in der Box, das bedeutet, wir sind jetzt direkt hinter Charles Leclerc. Wir konnten die Gap aufholen und sind jetzt an ihn dran. Das 3 Runden vor Schluss, das könnte unser nächster Win werden hier in Miami. Und ja, dass Sainz nicht in den Top 5 ist, das ist gut. Und hier setzen wir uns direkt neben ihn. Ja, lassen ihn aber auch den Platz zum Atmen, nur es ist leider nicht viel Platz hier zum Atmen. Im Windschatten arbeiten wir uns hier an Leclerc dran. Wir müssen rechts vorbei, denn links ist kein Platz, denn er hat er gut abgedeckt. Und jetzt geht's, wer bremst später, wer lässt mir viel Platz? Und das war gesittet. Wir sind an Charles Leclerc vorbei, Lance Stroll ist draußen, hier lasse ich ihn auch innen genug Platz und wir übernehmen den ersten Platz, Leute. Und das 2 Runden vor Schluss, das könnte tatsächlich heute ein Win werden, hier in Miami. Hätte wäre wenn, wir sind in der 13. Runde und ich denke mal, es wird schwierig.
den hinter uns zu halten. Also der hat eine unfassbare Pace, frischere Reifen. Nein, seine Reifen sind sogar älter. Sainz mal wieder ein bisschen, ja, verkackt. Er ist 6., 7., 8. oder so. Und wir sind hier in der letzten Runde, Leute. Es könnte ein epischer Fight werden. Ich habe mich hier verbremst, aber da lasse ich immerhin dann, Leclerc genug Platz. Ich weiß nicht genau. Also wir müssen heute richtig für unseren Win arbeiten. Sollte es einer werden, jetzt geht's hier in die, ja, erste richtige DS-Zone, wo man angreifen kann. Und ich denke mal, hier wird auch neuer Leclerc vorbeigehen. Das Ding ist halt, ich überlege gerade wirklich, ihn vorbeizulassen, um mir dann halt einfach das DS zu sneaken. Er wird so und so vorbeikommen. Und ob ich ihn jetzt hier vorbeilasse, ja, wir werden ihn hier einfach vorbeilassen. Ich gehe einfach ein bisschen von der Ideallinie runter, lass ihn innen durchrutschen und jetzt probieren wir es. Einfach nochmal hier. Es ist einfach eine Verzweiflungstat, denn ich weiß, wir sind auf den Straights viel zu langsam. So, gut durchgekommen. Auch hier wieder mit der Nase drinnen. Und der Exit war viel besser. Wir mussten nicht abdecken im Windschatten. ES ist auch noch ein bisschen da. DRS werden wir gleich jetzt einschalten dürfen. Und jetzt heißt es beten, hoffen. Reicht es in die letzte Kurve rein, in die letzte richtige Kurve, in die Handadelkurve. Wer bremst später? Es reicht. Wir gehen hier sehr spät auf die Bremse und übernehmen in der letzten richtigen Kurve hier, den ersten Platz. Wir werden Miami gewinnen. Das mit einem 100, okay, 1000 IQ-Move. Wir gewinnen hier in Miami. Oh yeah. Drive of the Day sind wir auch geworden. Das gefällt mir natürlich gut. Yes, Mann, yes! Wer ist denn noch auf dem Podium? Leclerc natürlich. Und ist das Norris? Das ist ja noch cooler, dass Norris hier mit auf dem Podium ist. Oder ist, ich glaube, es ist Perez hier, oder? Nein, das muss Norris sein. Den haben wir überholt. Der Tanz ist so genial. Norris auf dem Podium, sehr, sehr cool. Ich freue mich, es hat richtig Spaß gemacht, hier gegen Leclerc zu fighten. Und mal gucken, wo hat es unser Teamkollege denn hingeschafft? Es ist sehr cool, freut mich extrem für uns, nachdem wir im letzten Rennen so, ja, gescheitert sind, dass wir heute den Win feiern konnten. Der hat sogar mal auf die erste Seite geschafft. Das ist zwar nur der 14. Platz, aber Nico Hülkenberg wird schon langsam aber sicher, denke ich mal, bald Punkte holen. Das war echt ein gutes Wochenende für Audi Motorsport. Es hat auch, ja, Spaß gemacht. Also man hat gemerkt, dass die Strecke dem Auto auf jeden Fall mehr liegt wie die vorige in Imola. Gefällt mir. Sehr, sehr cool. Also, da können wir auf jeden Fall noch drauf aufbauen, denn Sainz ist ganz weit hinten. Der ist nur 8. geworden und verliert wieder richtig viele Punkte in der Weltmeisterschaft. Wir nehmen hier die 8 Punkte Vorsprung zu Leclerc mit, aber auch, ja, zu Sainz sowieso sind es dann sogar schon 24 Punkte, die wir auf Sainz aufholen. Und ich denke mal, jetzt könnten wir auch bald in der Weltmeisterschaft an ihm vorbeigehen. Und jetzt willkommen zum zweiten Rennen unserer Kombi-Season in diesem Video. Wir sind in unserer F1-22 Audi-Karriere und heute in Barcelona. Eine tolle Strecke, die dank Umbauarbeiten jetzt noch mehr Spaß macht wie damals. Ich freue mich auch auf die neue Schikane, also dass die Schikane rausgenommen wird und Fullspeed ist wie 2006. Aber ob das auch alles im Game schon drin ist, werden wir dann erst später sehen. Hier haben wir Catalunya, Barcelona, 4,6 Kilometer, 16 Kurven und von der Streckencharakteristik her nochmal was komplett anderes wie Miami. Zwei DS-Zonen und auch generell immer ein sehr mühsames Rennen, finde ich.
gibt auch genug schnelle Passagen. Viel Action erwarten wir in den Kurven 3 und 9. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Russell, Verstappen, Lewis Hamilton und Norris, Perez, Fernando Alonso, Albon und Esteban Ocon, Joe, Theo Pourchaire, Pierre Gasly, der Professor, Magnussen, Tsunoda, Nico Hülkenberg und Oscar Piastri, Mick Schumacher, Vettel, Stroll und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Und los geht's. Es ist nur P14 und das macht das Ganze umso schwieriger. Hier von ganz hinten aus. Wo werden wir uns hinarbeiten können? Das Qualifying war sehr bitter. Und so heißt es eigentlich fast ein Wunder zu bekommen, um es hier heute entweder aufs Podium zu schaffen oder generell wertvolle Punkte mitnehmen zu können. Wir haben es immerhin beim Start hier mal mit 2 Plätzen gut gemacht, das war okay. Guan Yu schaut mir ein bisschen lost aus, der fährt einmal links, einmal rechts, da können wir vorbeiziehen. Albono ist jetzt auch vor uns, sehr spät hier auf der Bremse, das war nicht gewollt, das war einfach, ja, hier perfekt getimed, aber eher so auf, ja, auf Kosten von Guan Yu Zhou. Ich merke auch schon, die Pace aus den Kurven raus, die fehlt richtig. Ich bin jetzt kein großer Spanien-Fan. Die Strecke ist komplett anders von der Charakteristik her, wie Imola und auch wie Miami jetzt, also vorhin. Und ja, die Strecke ist cool, hat aber so viele lange Kurven und von dem bin ich halt absolut gar kein Fan. Du brauchst zu viel Traktion und das hat leider unser Auto hier noch nicht. Mein Gott, ja, in der Schikane kommen wir immerhin hier gut dran an Albon. Und in der ersten Runde machen wir 3 Plätze gut. Das ist semi-gut. Aber der Windschatten-Effekt ist richtig strong. Oh mein Gott, schaut mal, wie wir uns hier dran saugen an Albon. Und mit einem späten Bremsmanöver kommen wir hier an Albon vorbei. Ein Platz noch und wir haben unseren ersten verdienten Punkt heute. Gucken wir jetzt aber vorher mal die Start-Replay an. Ja, oh mein Gott, Carlos Sainz richtig schlecht weggekommen, aber mir fällt auf, wieder doppel Ferrari Pole Position, das ist natürlich bitter, wenn wir schauen, dass wir gegen die Ferraris in dieser Season fahren. Da war ich auch sehr zurückhaltend, ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen später bremsen können, nur ich wollte jetzt auch nicht mit Guan Yu irgendwie crashen oder so. Da kommen wir außen schön mit und können hier auch an Aaron zu vorbei. Ciao. Jetzt sind wir mittlerweile an Theo Pourchaire hier dran in der letzten Schikane. Guter Exit ist hier verdammt wichtig, um in der ersten Kurve einen Angriff zu wagen. Und der war gut, der war sehr gut. Jetzt im Windschatten hier wunderbar dran gekommen. Zack, wir zupfen hier raus. ERS ist on, DS ist on. Und wir sind auch am nächsten vorbei. Das ist der erste Punkt. Da sticht jetzt mal nochmal rein, aber wir wissen natürlich auch, dass wir hier einfach die bessere Linie haben. Das ist der erste Punkt. Und ja, jetzt heißt natürlich mal gucken, was man auch mit der Strategie macht. Vielleicht hätte ich auch mit Gelb starten sollen. Vielleicht, dass wir dann zum Schluss den besseren Reifen halten. Denn mit dem Roten schauen wir auch nicht so stabil hier aus.
Korrekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Okay. Gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen hinter dir jetzt auf harten Reifen. Wir sind hier mittlerweile an Lewis Hamilton dran und das macht richtig Bock hier. Richtig, richtig Bock. Es ist der Kampf um den sechsten Platz. Der Exit war jetzt eher semi-gut im Windschatten. Können wir hoffen, dass wir immerhin ein bisschen hier drankommen. Das wird auf jeden Fall keine schnellste Rennrunde. Aber auch sein Exit war nicht so gut und er hat natürlich die ersten Tor. Yuki ist draußen, leider. Und im Windschatten reicht es dann tatsächlich. Der zupft aber spät raus, dass wir hier an ihn dran und auch schlussendlich vorbeigehen. Es ist der sechste Platz und wir dürfen nicht vergessen, wir sind vom 15. Platz gestartet. Ich denke mal, weiter nach vorne wird es nicht gehen. Aber all in all verlieren wir nur 2 Punkte an Carlos Sainz Jr. und der ist auch der WM-Führende. Also ja, Leclerc wird das Ganze gewinnen und der wird auch wieder fett Punkte mitnehmen. Unser Getriebe schaut mir schon ein bisschen lidiert aus. Und es sind immer noch 5 Runden zu fahren. Hoffentlich machen die Reifen nicht schlapp. Denn mit Gelb hier zu fahren ist auch immer wieder ein Risiko, wenn man zu früh in die Box geht. Mal schauen, das könnte auf jeden Fall knapp werden zum Schluss mit dem gelben Reifen. Was war das Manöver gegen Theo? Also das war auch gut. Windschatten dran gefahren, spät rausgezupft und einfach, ja, ausgebremst in der ersten Kurve. Das war ein sehr tolles und ich würde mal sagen Bilderbuch-Überholmanöver. Das geht, glaube ich, kaum besser. 9. Runde, hier dann unser Boxenstopp. Da haben wir, sind wir genau hinter Norris rausgekommen, bessere Linie hier gefahren, eher weiter nach außen gegangen, wollte mehr Schwung mitnehmen, hatte natürlich auch die kälteren Reifen und Weiß gegen Gelb, da konnten wir eigentlich, ja, nur gewinnen. Wir sind hier in der letzten Runde, Lewis hat ein bisschen abreißen lassen, wir konnten aber auch nicht an Verstappen dran und Sainz konnte nochmal an Verstappen vorbeigehen, das ist natürlich blöd für uns, somit verlieren wir 4 Punkte auf Sainz. Und jetzt würde ich sagen, wird schon langsam eher die Frage, ob Leclerc unser WM-Rivale sein wird oder dann eher doch Carlos Sainz. Ich weiß nicht genau. Leclerc gewinnt hier wieder und wir gehen hier aus der Schikane raus und beenden auf dem 6. Platz. Auf den guten 6. Platz würde ich sagen, denn vom P15 gestartet konnten wir trotzdem hier 9 Plätze gut machen. Kein Problem heute für uns. Lando, Fahrer des Tages, gut gefahren, muss ich sagen. Wir hatten nur einen kleinen Fight mit ihm und das war halt eher so unterlegene Reifen. Und ja, da hatten wir den Boxenvorteil. Und Ferrari wird immer besser hier in unserer Karriere. Also wieder ein Podium für Ferrari. Ja, wieder ein Win für Ferrari, wieder 25 Zieler für die Konstrukteurs-WM, die ist, glaube ich, schon sowieso gelaufen. Die fahren diese Season alles in Grund und Boden, aber leider nur im Game. Tolle Leistung. Da ist noch ein Podium. Ah, Lewis und Norrie, okay. Das erklärt natürlich einiges. Wir werden hier Sechster. Nehmt die 8 Zähler mit.
verlieren in all in all 4 Punkte und leider 18 Punkte auf Leclerc. Da muss, ja, es war Himmel und Hölle zugleich weiter. Wir sind jetzt mit 24 Punkten Rückstand in der Weltmeisterschaft auf Leclerc schon. Also hat er da doch die WM-Führung übernommen jetzt. Also jetzt wird es auf jeden Fall ein spannender Fight. Auch Hülkenberg wieder in den Top 15. Ja, ich hoffe, das wird jetzt mal irgendwann ein Punkt für ihn. Konstrukteurs-WM-technisch fahren wir noch alleine. Kein Schaden von beiden, das ist gut. Aber in Spanien, glaube ich, ist das eher so, wo ist in Spanien ein Schaden macht. Wisst ihr, was ich meine? Wir nehmen Antrieb mit und da sind wir noch langsam. Wir müssen das Getriebe austauschen. Das ist echt schon sehr litiert. Ich werde aber Monaco noch abwarten. Monaco wird auch wieder eine Hölle. Abonniert gerne den Channel, kostenlos. Bis morgen oder später und ciao.